Japanische weibliche Roboter, die alles können. Der die Aufgaben einer Empfangsdame übernimmt. Digga, das ist schon creepy, Bro. Kann. Also alles kann. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Japanische weibliche Roboter, die alles können. Wir gehen mies in die KI-Recherche rein. Daumen nach oben, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Peter geht los, Digi. Und los. That's the future, fellas. In einer Welt and girls, in der die Technologie immer weiter voranschreitet, sind japanische Roboterinnen mit ihren Roboterinnen, na Mann? Unglaublichen Fähigkeiten führend. I am Ada. I'm the world's first ultra-realistic artist robot. Von der Digga, ich weiß ganz genau, was die ganzen Perverslinge in Zukunft mit diesen RoboterInnen anstellen, Digga. Stützung im RoboterInnen, na Mann? Gesundheitswesen bis hin zur Begleitung. Diese Maschinen können alles. Entdecke mit uns japanische RoboterInnen, die alles können. Bruv. Nummer 6. Alter. Nach seinem Debüt am 29. Juli 2016 im japanischen Wissenschaftsmuseum wurde Alter als der gruseligste weibliche japanische Roboter bezeichnet. Der heißt Alter? Der je erfunden wurde. Im Gegensatz zu anderen Robotern, die versuchen, wie Menschen auszusehen, zeichnet sich Alter durch sein einzigartiges Aussehen aus. Alter, old man, Alter. Er ist nicht ein Frau nachempfunden, was manche Leute etwas beunruhigend finden. Aber lass dich von seinem Aussehen nicht täuschen. Alter ist vollgepackt mit modernster Technologie, die es dem weiblichen Roboter ermöglicht, in seinem Fachgebiet alles zu tun. Alter wurde in Zusammenarbeit zwischen den Universitäten in Tokio und Osaka entwickelt und nutzt eingebaute neuronale Netzwerke, um seine Bewegungen zu erzeugen. Crazy, Bro, Mann, Alter, wir sind nicht weit weg von fucking Terminator, Bro. Das bedeutet, dass er mehr Wert auf Nützlichkeit als auf ein menschenähnliches Aussehen legt. Während die einen Alters Fähigkeiten beeindruckend finden, sind andere mehr über sein Aussehen besorgt. Aber hier ist der faszinierende Teil. Alter kann seine eigenen Bewegungsmuster erzeugen, was ihm ein lebensähnliches Verhalten verleiht. Sein Central Pattern Generator, ein neuronales Netzwerk, das Neuronen simuliert, ermöglicht dieses bemerkenswerte Kunststück. Alter. Gute Frage, Song Wukong. Song Wukong sagt, wie soll ein Roboter weiblich sein? Das ist eine sehr, 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 sehr gute Frage, Digga. Kann sogar singen. Genauso wie soll ein Mann weiblich sein? Beziehungsweise ein Mann eine Frau sein, was es ja auch heutzutage gibt. Papi, hast du ein Kind im Bauch? Nein, hat er nicht. Denn auch auf eine seltsame und unheimliche Art. Er benutzt seine Finger, um Musik aus Sinuswellen zu erzeugen. Die Entwickler haben mit verschiedenen Tönen und Liedern experimentiert, bevor sie sich auf eine einfache Konfiguration geeinigt haben. Trotz ihrer fortschrittlichen Fähigkeiten könnten Roboter wie Alter im Vergleich zu anderen Robotern mit eher menschenähnlichen Merkmalen länger brauchen, um akzeptiert zu werden. Nummer 5. Aiko Chihira. Aiko Chihira hat in einem Kaufhaus einen ziemlichen Eindruck hinterlassen. Die Kunden waren erstaunt und hielten sie sogar für eine echte Person. Als sie ihren Job als Empfangsdame im Kaufhaus Mitsukoshi Nishi in Tokio antrat, grüßte Aiko die Kunden herzlich, wenn sie... Guck mal, einer schreibt schon, aber schon hot. Sag ich dir, Digga, das sind die ganzen Sims hier im Chat, die sich jeden Tag Pornos reinziehen, Bro, die werden sich so ein Ding bestellen. Trust me, Alter, und dann werden die ganz komische Sachen mit denen anstellen. Digga, ihr seid krank. Reinkam. Mit einer Größe von nur 1... Das ist der Grund, warum man aufhören sollte, Pornos zu gucken. Das ist nämlich die nächste Stufe, das ist das nächste Level an Fake-Realität, an Nicht-Echtheit. Weißt du, was ich meine? Das war Spaß. Ah, jo, war das Spaß, Bro. Natürlich war das Spaß. Normal war das Spaß. An jedem Spaß ist auch was Ernstes dabei. 80 Meter und einem Kimono sieht sie aus wie eine 32-jährige Japanerin. Angetrieben von 43 Motoren.
kann sie kleine Bewegungen machen, wie blinzeln, sich In Germany gibt's sowas nicht, ne? Und verschiedene Gesichtsausdrücke zeigen. Sie kann die BesucherInnen auch durch den Laden führen. Hat der hier gerade gegendert, Digga? Ich küsse dein Herz, Bro. Denke aber, bevor Menschen sich sowas als Partner holen, wird das Militär schauen, wie sie sowas nutzen können. Das passiert parallel, Bro, hä? Das eine schließt das andere doch nicht aus. Ihnen etwas erklären und sie in verschiedene Bereiche leiten. Toshiba hat Aiko speziell für die Kundenbetreuung entwickelt. Von Toshiba, krass. Und sie wurde bereits in Kaufhäusern und sogar als Sekretärin mit einer kurzen Rede vorgestellt. Bei ihrem Auftritt trug Aiko ein dunkles Hemd und eine Hose, während sie sprach und Monologe vortrug. Auch wenn ihrem Gesicht eine gewisse Ausdruckstiefe fehlt, wurden ihre Stimme und ihre Bewegungen von einer Schauspielerin hinter den Kulissen mit Hilfe von Kameras und Mikrofonen gesteuert. Auch wenn ihre Darbietung etwas mechanisch wirkt, solltest du bedenken, dass sie ein Roboter ist, der die Aufgaben einer Empfangsdame übernimmt. Digga, das ist schon creepy, Bro. Also alles kann. Obwohl... Tamam, Bruder, hallo, wir haben es verstanden, dass du die KI-Stimme anstrengend findest. Es gibt mittlerweile so viele Videos, die KI-Stimme haben, was soll ich machen? Obwohl ihr eine... Kommen 7 Minuten wieder. ...echte Seele fehlt, zeigt Aiko Chihira unglaubliches Potenzial auf der Bühne und könnte eines Tages die beste Schauspielerin ihrer Art werden. Nummer 4. Pepper. Pepper, der humanoide Roboter von SoftBank Robotics, ist eine große Nummer in der Welt der Roboter. Wenn es darum geht, diese kleinen Dinger werden am besten ankommen, so diese kleinen, so angeblich süßen Roboter, die dir einfach nur helfen und so, glaub mir, die werden am besten ankommen. Sich mit Menschen zu unterhalten, kann dieser weibliche Roboter alles. Warum weiblich die ganze Zeit? Was ist los mit dir, Bro? Pepper ist etwa einen... Hast du ein Problem, Digga? Das sieht doch nicht aus wie eine Frau. Digi. ...groß und verfügt über allerlei Gadgets wie Sensoren, Kameras und Lautsprecher, die ihr helfen, menschliche Gefühle zu verstehen und darauf zu reagieren. Pepper wurde 2014 auf den Markt gebracht und war als Kumpel... Mercedes sagt, ist ja heute schon so, in Dubai fahren am Beach Roboter von der Polizeistreife, sehen aus wie Kegel mit Kamera, total cringe. What the fuck? That's crazy. Donahan sagt, Jesus guckt gerade deine Debatte mit diesen Politikstudenten. Politikstudenten, diese Jungs sind besessen von mir, ne? Die haben nichts zu tun, Bro. Mach doch selber eine Debatte mit irgendjemandem, Bro. Du musst auf Krampf auf meinen Content reagieren, den ich nicht mal online gestellt habe auf YouTube, Digi. Was ist los mit diesen Leuten? Obsessed. Roboter gedacht, der mit dir sprechen, deine Mimik lesen und je nach Situation anders handeln kann. Er sollte ein Helfer zu Hause und ein freundliches Gesicht an öffentlichen Plätzen sein. Die Menschen in Japan waren verrückt nach Pepper, als er auf den Markt kam. Ah, jo. Sie kauften die erste Charge von 1000 Stück in weniger als einer Minute auf. Digga. Was Pepper so beliebt macht, ist, dass er wie ein Mensch aussieht mit... Sogar deine Hater sehen deine Videos. Digga, die sind da, Bro. Obwohl ich die nicht mal einmal irgendwie ein Video über die gemacht habe oder so. Weißt du, wie ich meine? Das ist krass, Digga. Die sind voll am Start, Bro. I love you. ...die Gefühle zeigen und einer freundlichen Persönlichkeit. Außerdem kann Pepper verschiedene Sprachen verstehen und sprechen, sodass er vielen verschiedenen Menschen allen möglichen Dingen helfen kann. Und weil seine Software in der Cloud läuft, wird er immer besser und lernt neue Dinge. Auch wenn es BI Pepper nur um das Chatten geht, wird es auch in Geschäften eingesetzt, um Kunden zu helfen und ihnen Informationen zu geben. Und es ist nicht nur zum Reden da, Pepper hilft Kindern beim Sprachenlernen und macht andere lustige Sachen in Schulen. Dank der offenen Plattform können Menschen sogar neue Programme für Pepper entwickeln, um noch mehr Dinge zu tun. Pepper ist so erfolgreich, dass er die Aufmerksamkeit von Menschen auf der ganzen... Digga, was ich mal am Flughafen gesehen habe, da wurde ich zum ersten Mal mit so Sachen konfrontiert. Ich habe so einen Rollstuhl gesehen am Flughafen, war das in Miami? I think it was in Miami, Bro. Und der hat sich von alleine bewegt. Da war kein Mensch dabei, weißt du? Der ist wieder zu seiner Parkingstation gefahren.
So einfach zwischen den Menschen so. Und hat dann Menschen erkannt und hat dann Bewegungen gemacht und so. Habe ich sogar gefilmt, habe ich nicht hochgeladen. Aber ja, das ist einfach so ein Roboter-Rollstuhl gewesen, der von alleine fährt. Crazy. Auf sich gezogen hat. SoftBank Robotics arbeitet weiter daran, Pepper noch besser zu machen und ihn zu einem der coolsten Roboter zu machen, mit dem man sich unterhalten und wie mit einem Menschen zusammen sein kann. Nummer 3. Asuna. In Japan gibt es mehr als nur Geminoids F, wenn es um realistische Roboter geht. Unternehmen wie A-Lab haben in diesem Bereich erstaunliche Arbeit geleistet, mit weiblichen Robotern, die fast alles tun können. Auf einer kürzlich stattgefundenen Messe waren die Menschen von A-Labs, japanischem weiblichen Roboter namens Asuna, begeistert. Obwohl sie erst 15 Jahre alt ist und aus Tokio kommt, hielten viele sie für ein echtes Mädchen. Asuna ist zierlich, 155 cm groß und wiegt 43 Kilogramm. Nee, Digga, das ist gefährlich. Aber was sie wirklich auszeichnet, sind ihre geschmeidigen und natürlichen Bewegungen. Die Leute waren beeindruckt, wie echt sie wirkt, wenn sie blinzelt, die Augen schließt oder ein Gähnen imitiert. Außerdem ist Asuna dank ihrer erstklassigen künstlichen Intelligenz und ihrer Sprachkenntnisse ziemlich schlau. Sie ist so konzipiert, dass sie mit Menschen interagiert und auf Gespräche mit Mimik und Gestik reagiert. Überraschenderweise finden viele sie liebenswert, auch wenn manche Leute humanoide Roboter gruselig finden. Asuna ist nur eines der coolen Projekte von Eleb. Sie haben auch Matoroid entwickelt, einen weiteren lebensechten Androiden, der aussieht und klingt wie Matsuko Deluxe, ein berühmter japanischer Fernsehstar. Bro! Nummer 2. Erika. Als einer der fortschrittlichen humanoiden weiblichen Roboter gehört Erika zu einer ausgewählten Gruppe, deren Namen in die Geschichte eingegangen sind und ständig weiterentwickelt werden, um zu allem fähig zu sein. Sie ist eine Expertin und Performerin, die schon mehrmals im Fernsehen aufgetreten ist und bei vielen Japanern zu einem Fanliebling wurde. Erika scheint auch in dem Science-Fiction-Film B mitgespielt zu haben. Die Entwickler von Erika konnten diesem Androiden eine echte Präsenz verleihen, indem sie eine lebensgroße Nachbildung aus Silikonmaterialien konstruierten, die 166 cm groß ist. Noch beeindruckender ist das Netzwerk aus Elektronik unter der Haut. Es gibt 44 pneumatische Aktoren, mit zwei Kameras und Mikrofonen im Kopf verbunden sind. Die Daten werden von einem leistungsstarken Algorithmus der künstlichen Intelligenz verarbeitet, um alle Interaktionen zu filtern. Er reagiert auf Fragen, lacht über Witze und scheint zu empathiefähig zu sein. Anhand von mehr als 80 Dialogen aus dem echten Leben wurden verschiedene Lacher untersucht, die von einem kleinen anerkennenden Kichern oder Glucksen bis hin zu einem lauten Lachen reichen, wenn jemand einen Witz erzählt. Diese Ergebnisse werden dann durch einen Lachalgorithmus gejagt, mit dem Erika auswählt, welches Lachen am besten für den jeweiligen Anlass geeignet ist. Crazy. Die Beachtung von Humor und Lachen mag unbedeutend erscheinen, aber Forscher haben herausgefunden, dass sie ein wichtiges Element ist, um Empathie zu zeigen. Das ultimative Ziel ist es, mit humanoiden Robotern wie Erika reibungslose, fließende Gespräche zu führen, bei denen der Wechsel zwischen Themen oder die Weitergabe von Informationen so natürlich erscheint wie ein Gespräch mit einem Menschen. Einer der Forscher, die an Erika gearbeitet haben, gab an, dass die Nachahmung des menschlichen Kicherns und seiner kleinen Schwankungen ein wichtiges Ziel für das Team war. Stell dir vor, du triffst auf einen Roboter, der mit seinem markanten Design und seiner futuristischen Ausstrahlung an... Was findest du am gruseligsten, Leon? Am gruseligsten finde ich, dass ich weiß, dass es Männer gibt, die solche Roboter kaufen werden und die dann als Partnerin nehmen werden und Beziehungen mit denen führen werden, mit denen Sex haben werden, die behandeln werden wie ein Mensch, weil so viele Männer heutzutage einsam und alleine sind. Und dann müssen die sich endlich nicht mehr jeden Tag 8-mal ein Porno reinziehen, sondern können sich so einen Roboter bestellen. Das finde ich am creepiesten gerade. So, weil ich weiß, dass es so kommen wird. Aber generell auch für mich persönlich überhaupt so einem Roboter-Jungs-Innen-Menschen da zu begegnen auf der Straße irgendwann.
so normal. Täglich. Das creept mich auch. ...aus The Avengers erinnert. Angesichts der Komplexität von KI und der Grenzen von Emotionen ist es zwar etwas weit hergeholt, die beiden zu vergleichen, aber wir wollen uns dennoch ein paar Spekulationen hingeben. In der heutigen Welt werden Roboter für verschiedene Dieser hier scheint nicht für alltägliche Aufgaben wie Geschirrspülen oder Heben bestimmt zu sein. Nein, er strahlt eine militärische Ausstrahlung aus, die auf eine mögliche Rolle im Kampf- oder BI-Geheimdienstoperationen hindeutet. In einer Zukunft, in der Roboter die Soldaten ersetzen, könnte diese hochmoderne Kreation die Führung übernehmen. Sein ausgeklügeltes Design lässt vermuten, dass dieser weibliche Roboter alles kann. Wir sind gespannt auf deine Meinung in den Kommentaren. 1. Jeni. Jeni ist ein revolutionärer Begleitroboter, der bereit ist, die persönliche Robotik zu verändern. Jeni ist so konzipiert, dass er sich nahtlos in dein Leben einfügt und zu einem zuverlässigen Helfer, Vertrauten und Freund wird, der alles tun kann. Guck dir das an, Digga. Merkt ihr schon, in was für eine Richtung das geht hier? Das bahnbrechende Design von Jeni konzentriert sich auf ihr unglaublich realistisches Aussehen und ihre Funktionalität. Ihre Haut besteht aus hochwertigem TPE-Silikonkautschuk, der eine sanfte und sichere Berührung garantiert. Mit ihrem 21-Grad-Roboter-Skelett bewegt sich Jeni fließend, genau wie ein echter Mensch. Aber Jeni sieht nicht nur gut aus, sie ist auch intelligent. Angetrieben von fortschrittlicher künstlicher Intelligenz kann sie sinnvolle Gespräche führen, Gegenstände erkennen und deine Bedürfnisse mit Präzision erfüllen. Von der Hilfe, BI der Hausarbeit bis hin zur Begleitung. Jeni kann alles. Auch die Sicherheit hat für Jeni höchste Priorität. Mit strategisch platzierten Sensoren am ganzen Körper sorgt sie für eine reibungslose Interaktion und schützt dich. Du kannst Jeni ganz einfach durch getippte oder gesprochene Befehle über Wi-Fi steuern, sodass sie für jeden zugänglich ist. Crazy. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 4 Stunden und menschenähnlichen Gehfähigkeiten ist Jeni ein echter Pionier der persönlichen Robotik. Mit Jeni an deiner Seite sind persönliche Unterstützung und Begleitung zum Greifen nah wie nie zuvor. Das war's, Leute. Was hältst du von diesen Robotern? Findest du, dass die Technologie zu schnell voranschreitet? Lass uns deine Kommentare in dem Abschnitt unten hören. Wenn dir das Video gefällt, gib ihm einen Daumen hoch. Bruv, ich fand das sehr creepy, sag ich dir ehrlich. Aber gut, dass wir uns mal angeschaut haben, was die Zukunft so mit sich bringt, meine lieben Freunde. Ja, Alter, schreibt eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Schön achtsam bleiben und macht da nicht mit einfach. Das ist meine persönliche Empfehlung. Ich werde da nicht mitmachen. Ich werde lieber selbst einkaufen. Ich werde lieber selbst Dinge hochtragen, runtertragen, irgendwelche Arbeiten im Haushalt erledigen, bevor ich mir irgendeinen Roboter dahin hole. Ich will damit nichts zu tun haben. So, wenn die überall sind, dann ziehe ich irgendwo im Dschungel alleine, abseits von der menschlichen Zivilisation und mache da mein Ding einfach mit meiner 20-köpfigen Familie. Ich küsse eure Zirbeldrüse, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out.